Servus, hier meldet sich der Alex und der Rupert AG zurück. Servus. Es geht wieder weiter. Wir haben, glaube ich, ein schräges Gericht heute am Start. Es gibt Papaya-Avocado-Salat, dazu karamellisierten Ziegenkäse mit unserem Trüffel-Ketchup und der Mayo. Und das Ganze wird noch dazu, gibt es dann Brot-Chips. Rupert, schreite zur Tat. Genau, also die Papaya, wir brauchen dazu fein gewürfelte Papaya und Avocado, ein Ziegenkamembert, eine Limette, eine Chilischote, Ingwer, eine Schalotte. Dazu haben wir dann später also Petersilie fein gehackt, dann kommt zur Deko, haben wir ein bisschen Shiso-Gräse, Feige, Veilchen. Dazu brauchen wir dann zum Karamellisieren später Rohrzucker. Für den Salat brauchen wir zudem also Sesamöl, bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer zum Abschmecken. So, und jetzt fangen wir mal an. So, jetzt nehmen wir von der ungefähr den gleichen Teil, also von der fein gewürfelten Papaya. Und das gleiche, also das waren jetzt 2 Esslöffel und das gleiche von der Avocado. Ich finde es ja immer sensationell, auf was schräges Zeug du kommst. Ja, also das aber bietet sich jetzt ist an. Cool. Genau, ein Schuss Olivenöl. Ein bisschen für die Tiefe bzw. für den nussigen Geschmack etwas geröstetes Sesamöl. So, Petersilie. Die schneiden wir jetzt kurz. Ja. Oder du kannst sie schneiden, ja. Genau, in der Zeit nehme ich einen Kaffeelöffel bzw. einen Teelöffel voll dem Trüffelketchup mit rein. Würze das Ganze gleich mal mit Pfeffer und Salz. So, genau, wenn die Petersilie geschnitten hast, kannst du mit dazugeben, aber nur die Hälfte von dem. Ja. In der Zeit schneide ich gleich mal eine Schalotte und die Chili. Ganz kurz mal zu unserem Trüffelketchup. Klar muss man das heute haben für Pommes rot-weiß. Unser Trüffelketchup, was mir immer ganz wichtig ist, dass wir so gut wie keinen Zucker drin haben. Wir haben 83% rein Tomate. Und dadurch ist der, ja, ist ein ganz anderer Geschmack von einem Ketchup. Kann man nicht vergleichen mit dem, was es sonst gibt, wo dann 40-50% Zucker drin sind. Ja. So, jetzt habe ich die Schalotte ganz fein gewürfelt. Die kommt jetzt auch mit rein. Fein geschnittene Chili. So. Das Ganze kannst du schon mal durchmengen. Ja. So, den Ziegenkäse, den schneiden wir in circa 1 bis 1,5 cm dicken Scheiben. Das passt Wahnsinn. Auch hervorragend, also zu Avocado, Papaya. Jetzt den Ziegenkäse setzen wir jetzt auf in so eine Glasschüssel, in so eine feuerfeste Glasschüssel. Der kommt jetzt bei 150 Grad circa für 3 Minuten in den Ofen. Das kannst du gleich mal machen. Jawohl, dann verabschiede ich mal ganz kurz und du. Genau, in der Zeit kann der Avocado-Salat, Papaya-Avocado-Salat etwas durchziehen. Die Brotchips, die haben wir vorher schon hergerichtet, beziehungsweise ist eigentlich ganz einfach, ein Baguette in Scheiben schneiden, mit Olivenöl beträufeln und dann für circa ja, so 5 Minuten bei 160 Grad im Ofen rösten. So, und das verleiht später dem Gericht halt dann den Crunch, also das kommt dann zwischen rein. So, in den Avocadosalat kommt jetzt noch eine ausgepresste Limette, nachher noch den Abrieb. Die Feige bzw. den Ingwer, den reiben wir jetzt mal kurz, also auch so einen, wie gesagt, so einen halben Teelöffel voll in den Salat. Das gibt dann noch zusätzlich etwas Frische. So, ich bin zurück. Der Camembert-Ziege riecht eigentlich so ganz klassisch nach Ziege. 3 Minuten, er ist jetzt lauwarm. Genau, den werden wir jetzt noch karamellisieren. Dazu etwas Rohrzucker über den Käse. Gib die Waffe weiter.
So. Schade, dass man Geruch nicht filmen kann. Du kannst hier noch Limettenabrieb ein bisschen reinreiben. Ja. Meine Lieblingsreibe, Microplane. Immer cool, das Ding. Nur nicht zu fest aufdrücken, damit wir keine Bitterstoffe reinkriegen. Aber das ist einfach... Genau, das reicht eigentlich schon. Best ever. So, wunderbar. Genau, jetzt kann man schon anrichten, das Ganze. Genau, jetzt brauchen wir jetzt die Trüffelmayonnaise. Ah, du hast schon gekriegt. Okay. Genau. Jetzt nehmen wir was von dem, brauche ich noch mal einen Löffel. Da formen wir jetzt so Nocken. So, jetzt nehmen wir was von den Brotchips. Warte mal, reicht? Das reicht. Bin immer wieder begeistert, wie man so Dinge so einfach und schön in Szene setzen kann. Jetzt etwas von der Shiso-Gresse. So. Genau, das wäre es eigentlich. Voilà. Danke, Rupert. Das nächste Danke traumhafte auch. Gericht. Tja, das nächste wunderbare Sommergericht ist fertig. Erstmal danke, Rupert. Es war wieder eine coole Aktion danke mit dir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich lade euch ein zum Nachkochen. Von meiner Seite aus und von unserer Seite aus sind wir jetzt fertig. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, der Alex. Ciao. Ciao. Ihr habt immer noch nicht genug gesehen? Dann klickt hier und folgt unserem YouTube-Kanal und vergesst bitte die Glocke nicht, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Oder klickt hier fürs nächste Video. Oder hier unten ist unsere Videobeschreibung, da findet ihr all unsere leckeren Trüffelprodukte. Und ebenfalls Instagram und Facebook, folgt uns einfach. Danke fürs Zuschauen, euer Alex.